Es ist Samstag. Die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite und im altehrwürdigen Mommsenstadion geht es sportlich zu. 50 Berliner Nachwuchsathleten und Athletinnen im Alter von 10 bis 15 Jahren zeigten beim vom SCC Berlin organisierten Siegfried Eifrig Sportfest, was sie so drauf haben. Messen taten sich die jungen Athleten im Weitsprung, Wurf und Sprint. Die Ältesten waren zudem beim Hochsprung am Start. Mir hat sehr gut hier gefallen, es hat auch sehr Spaß gemacht und ich fand es auch mal gut, dass man jetzt nicht in einem Team war. Doch auch wenn beim Sportfest eigentlich jeder für sich kämpfte, ging es ganz familiär und fair zu. Wettkampfdruck gab es nicht. Und auch wenn man sich vor der Sonne manchmal verstecken wollte, liefen bei für Leichtathleten besten Bedingungen einige junge Athleten und Athletinnen sogar zur absoluten Höchstform auf. Eigentlich lief alles am besten, also ich habe jetzt nur meine eigenen Rekorde gebrochen hier. Die letzten 3 Jahre konnte das Sportfest nicht stattfinden. Umso glücklicher war man beim SCC Berlin, dass es nun doch endlich wieder anging. Mit im Gepäck ist dabei übrigens ein neuer Turniername. Benannt ist es jetzt nach Siegfried Eifrig, zu seiner Zeit Fackelläufer bei den Olympischen Spielen, jahrelanger Schatzmeister beim Berlin-Marathon und eine absolute SCC-Legende. Unter seinem Namen blühte das Sportfest wieder richtig auf. Wir sind sehr froh, dass doch so viele Teilnehmer heute hier am Start waren und hoffen uns auch, dass wir dann in Zukunft wieder deutlich mehr Kinder in den Altersklassen U12, U14 und U16 hier am Start haben werden. Also, bahnfrei für eine blühende Zukunft des Sportfests.